Heute habe ich mal die Nachbarn geweckt, und zwar mit der Motorsense. Aber ich war nicht der Einzige. Da war auch ein anderer schon dran, und dann dachte ich, hier kann ich auch. Jo, ich habe mal diesen. Ja, seht ihr den Buddha, der steht unverändert, wie ist es sonst auch. Und jetzt habe ich mal die Hecken hintens freigeschnitten. Und hier meinen zweiten. Meinen zweiten Feigenbaum gesetzt. Und der war im Kübel, aber der hat irgendwie geschwächelt. Hat auch keine Früchte. Und jetzt habe ich ihn hier halt mal reingesetzt und hoffe, er erholt sich hier. Und anhand der Steine, die übrigens aus einer alten Tuchfabrik sind, wo abgerissen wurde, hoffe ich, dass ich ihn auch durch den Winter bringe hier. Kann ich ein bisschen abdecken, ist aber auch geschützt von dieser Hecke ein wenig. Na, hoffe ich, dass das klappt. Mal einen Blick auf meine englischen Rosen. Aber das kann ich euch ja nicht immer zeigen, sonst wird es langweilig. Auch heute wieder ein wunderschöner Tag. Bisschen frisch, aber schön. Jetzt zeige ich euch mal, was ich gestern noch gemacht habe. Ich habe den Buddha aus dem Gestrüpp rausgeholt, dass man ihn mal in voller Schönheit auch sieht. Der war mal vergoldet hier. Ist natürlich jetzt abgeblättert. Und das sieht man auch, dass ihm der Kopf abgeschlagen wurde, was die Chinesen anscheinend immer machen. Hier habe ich eine alte Backform, ein Herz. Und das ist ein bisschen mit Zuckerleben gepflanzt, dass es dem Buddha gefällt. So, hier ist er ja gestanden. Und da habe ich jetzt die Trockenmauer freigelegt. Soweit. Ich hoffe, dass sich hier dann auch Eidechsen und solche Sachen ansiedeln. Die Hecke habe ich ordentlich gestutzt. Die war ja bis hierher. Hier habe ich also starr gestutzt und den Feigenbaum habe ich hier eingepflanzt. Das sieht jetzt eigentlich schon wieder richtig gut aus, schön dunkelgrün, dem gefällt es sicher. Das Efeu kommt sogar von da oben. Das ärgert mich ein bisschen. Seht ihr, so hoch. Ich habe bisher kein Mittel gefunden. Also kein, ich meine es nicht ein Spritzmittel, sondern ein mechanisches Mittel, um das wegzubringen. Das ist der Gestrüpphaufen, also ist der Haufen von hier, wo ich weggemacht habe, hier. Totholz sozusagen. Und da bin ich jetzt auch immer überlegen, ob ich das mal mit effektiven Mikroorganismen impfe oder zuschütte mit Erde. Das ist verrottet. Komme ich natürlich schlecht ran. Das ist der alte Totholzhaufen, der ist ein bisschen zusammengesackt. Muss ich mir mal überlegen. So gesehen gibt es immer was zu tun. Anderen Kirsche. Frühstück. Habe im Gestrüpp praktisch diesen Topf gefunden. Da sind auch Sukkulenten und so dran. Ja, bald kommt die Sonne, noch früher da nicht mehr.